Welche Optionen gibt es, Myome medikamentös zu behandeln? Myome wachsen unter Hormoneinfluss. Also die sicherste und häufigste Option ist natürlich eine hormonelle Behandlung. Das geht los ganz schlicht und ergreifend bei der Pille, die man von der Verhütung her kennt, die erstmal einen Einfluss auf die Blutung haben kann und unter Umständen auch einen Einfluss auf das Wachstum eines Myoms haben kann. Wir haben dann noch zusätzliche Medikamente, die zentral die Regelung des Zyklus ausschalten können oder zumindest so weit runterregulieren können, dass das Wachstum eines Myoms behindert wird. Und wir haben natürlich Medikamente, die rein auf die Blutung an sich einwirken können, sodass es schneller zu einer Blutstillung kommen kann. Was gibt es denn darüber hinaus noch für Vor- und Nachteile, die man kennen sollte? Der Vorteil ist, man hat natürlich keine Operation, falls sowas. Man hat keinen Eingriff in dem Sinne im Körper. Der Nachteil, da gibt es eigentlich zwei ganz wesentliche Nachteile. Der erste ist, es ist eine hormonelle Beeinflussung des Zyklus. Das heißt, eine Schwangerschaft unter einer medikamentösen Therapie ist in aller Regel ausgeschlossen. Und der zweite Nachteil ist, wenn man ein gutes Ergebnis erzielt hat, kann es einem passieren, dass wenn man aufhört, aus welchen Gründen auch immer, dann mitunter die Situation nach dem Absetzen der Medikamente genau die gleiche ist wie vorher. Mit wem spreche ich denn am besten über die medikamentöse Behandlung? Initialer Ansprechpartner ist eigentlich der Frauenarzt in der Praxis. Also Ihr behandelnder Frauenarzt, den Sie mindestens einmal im Jahr aufsuchen sollten, ist der Ansprechpartner für eine medikamentöse Therapie. Wenn aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr möglich ist, dort so zu handhaben, wie Ihnen das vielleicht auch recht wäre, dann sind wir natürlich auch bereit, innerhalb des Myom-Zentrums Ihnen da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.